Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge American Truck Simulator im Multiplayer. Heute mal ganz alleine mit meiner lieben Frau. Hallihallo. Die guckt da vorne schon um die Ecke. Ich habe gar kein Licht an. So. Ja, wir sind heute mal alleine im Multiplayer unterwegs. Irgendwie spontan keine anderen dazu gewonnen, von daher fahren wir heute mal alleine eine Tour. Wir haben uns natürlich ein paar Trailer rausgesucht. Ich habe derzeit noch keinen Trailer hinten dran. Den holen wir jetzt gleich gemeinsam ab. Die Frau fährt Kombis. Die Frau fährt Kombis. Oh, hier ein Ampelrennen. Ein Ampelrennen und ich verliere. Gibt's doch gar nicht. Na, na, komm schon. Oh. Woanders langfahren muss, sagst du mir bestimmt. Ja, alles klar. Alles immer geradeaus. Siehst du schon. Siehst du schon, ja. Jetzt wird mir mein Blick auch wieder angezeigt. Ah, rot. Was war das denn jetzt? Ist er mir hinten reingefahren? Der, mit dem du gerade ein Rennen gemacht hast. Der, mit dem ich gerade ein Rennen gefahren habe. Ja, der ist jetzt gerade hinter mir eingeschert. Und hat mir gerade mal eben ein paar Schadenszahlen verursacht. Jetzt wird er echt rückwärts. Ja. War er nicht gerade grün? Nein, bei mir nicht. Achso. Ich bin nur ein Stück vorgefahren, was so weit hinten stand. Jetzt ist grün. Jetzt ist grün. Jetzt geht's vorwärts. Wenn jetzt alle Autos mit Gas geben würden, vielleicht wäre ich dann ja schneller. Die Autos, die du hinten drauf hast? Ja. Ja, das stimmt natürlich. Das wäre natürlich im Bereich des Möglichen. Ich weiß auch nicht, warum sie hier so viele Ampeln hingebaut haben. Ich meine, in Wirklichkeit ist es zwar so, aber hey, es ist just a game. Schon wieder rot. Hey, meine Frau wird über rot. Mich stört das nicht, ich habe schon wieder über 2 Millionen gemacht. Insgesamt. Meine Fahrer arbeiten gut mit. Und nicht schon wieder rot. Das ist teuer. Hui. Hallo, du da. Hi, Schatz. Na? Na, gucken wir mal rein. Oh, Schatz, hast du dich heute nicht rasiert? Du hast einen Kerl da drin. Hab ich gar nicht. Lol. Kerne tippen oder was? Bei mir sitzt ein Kerl drin. Bei dir nicht. Das ist ja mal freaky. Kerne duben. Krass. Das haben sie noch nicht synchronisiert. Aber gerade heute frisch gelesen, die wollen Reifen-Customization mit reinnehmen. Quasi kann man seine Reifen und Felgen jetzt selbst zusammenstellen. Die teilen sie auf, ich weiß nicht warum. Aber die teilen sie auf in Felge. Dann gibt es ja diese, auf diesen Felgen gibt es manchmal so eine Art Radkappe drauf. Die kann man sich eigens kostümieren. Warte mal, wie nennt man das? Frei auswählen. Ich fahre einfach schon mal weiter. Ne? Dann kann ich schon mal einen Anhänger anhängen. Und selbst die Radbolzen kann man wohl selbst auswählen. Ich weiß nicht, was das für einen Sinn haben soll, aber wir freuen uns natürlich über alles, was die mit reinbringen. Kommt im nächsten Patch für ATS und ETS 2. Ob es im Multiplayer funktioniert, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. So, an der nächsten Kreuzungsmöglichkeit, wo du auswählen kannst, fährst du links rum an dem Baugeschäft vorbei. Wo mir die Hölle los war. Derzeit sind die Server ziemlich leer, muss ich sagen. Oh, ich muss da hinten hin, wo es am Anfang ziemlich voll. Oh, da ist immer noch ziemlich voll. Aber das macht nichts. Der hält jetzt echt bei Rot hier an. Was machst du denn hier, du? Steht hier auf 3 Spuren. Wenn es 3 gäbe. Das sind jetzt derzeit 2, aber auf 3 Spuren hier ist natürlich auch ganz schön heftig. Eigentlich mache ich sowas natürlich alles schon vor der Aufnahme, aber heute haben wir gesagt, Mensch, wir sind heute mal alleine. Da
Da machen wir mal ein bisschen mehr nebenbei, damit ihr auch mal seht, was vor der Aufnahme so passiert. Also manche fahren hier aber auch. Ich fahre jetzt erstmal rauf und fahr dann in den Kram hin. Nein. So. Jetzt suchen wir uns unseren schönen Auftrag aus. Den nehmen wir an. Also das Übliche, ne? Wollen wir mal gucken. Was haben wir denn hier noch schönes? Ach, mein Auftrag steht auch mittendrin. Was ist hier denn? Ach, du ahnst es nicht. Ich glaube, die sollten die Server mal wieder neu starten, ne? Hier liegt ein Anhänger mitten. Nee, da bin ich dran vorbei. Und da dran vorbei bist du auf der rechten Seite. Also hier jetzt rum, ja? Ja, darum. Ich komm hier niemals runter. Was? Ja. Also manche so. Ah nee, das ist ein doofes Thema. Ich weiß nicht, wann ihr euch die Videos ankommt. Aber so, wie du parkst, kriegst du nie rein. Das ist jetzt so eine Redewendung. Man sieht es echt schön. Ja, ich bin damit in diesen Pult. Du brauchst hier nicht reinfahren. Kannst ein Stück weiterfahren. Ja, jetzt ist er doof? Ja, ist er. So, jetzt muss ich erstmal sehen, wie ich jetzt hier am besten runterkomme. Hier bewegt sich alles. Hier bewegt sich alles. Ach, ich bin runter. Ich bin runter, ich komme jetzt zur Hauptstraße. Ich hoffe, wir fahren überhaupt in deine Richtung. Ja, er zeigt mir hier mal eine Strecke an. Ja, ich fahre eine andere Strecke. Ist aber auch egal. Wir können wahrscheinlich auch in deine Richtung fahren. Ich guck mal eben nach. Ja, wir können auch bei dir rumfahren. Mir ist das egal. Ich folge auch dir, das weißt du. Ja, ne, wir fahren da rum. Das ist besser so. Bier 82. Bier 82? Ich fuhr gerade an mir vor. Alles klar. Ja. Entschuldigt, Leute. Ich bin schon wieder in der falschen Maske drin, ey. Frau Durst. Beim Aufnehmen. So, Ampelgrün. Oh, da kann man noch hin. Meine Frau tankt gerade. Meinetwegen, achso, ich muss voran, ne? Tüdüt. Ja, ich habe mir jetzt vom Kumpel mal Omsi ausgeliehen, Omsi 2, und bin jetzt derzeit nebenbei ein bisschen dabei, die Einstellungen zu machen fürs Lenkrad, damit ich dann auch aus dem Fenster gucken kann, so wie hier, ne? So. Das ist schon nicht schlecht, aber ich finde noch nicht so die richtigen Einstellungen. Des Weiteren habe ich jetzt natürlich angefangen, wenn ihr es noch nicht mitgekriegt habt, mit Game Checks. Das sind so Spiele, wo ich mir vorstellen könnte, ein Projekt draus zu machen und die ich euch einfach vorstellen möchte, weil die bei mir in meiner Bibliothek rumgammeln. Ich warte hier, ne? Boah, ich bin direkt hinter dir. Ja, oh, ist grün. Wir können sogar weiterfahren. Echt jetzt? Doch, alles gut. Aber ich wurde so langsam. Meine Frau macht mir Schocks hier. Jetzt geht's bergauf. Ja, toll. Ja, finde ich auch. Du fährst ganz schön langsam. Ja, aber ich stehe auf dem Gaspedal. Was soll ich machen? Jetzt bin ich auch langsam. Es tut mir leid. Weil ich wegen dir abgebremst habe. Mann, fahr doch auf der linken Spur. Mann! Boah, Frauen und Autofahren. Alter! Vorsicht! Ja, das stimmt. Meine Frau kann fahren. Ich kann besser fahren als mancher Kerl. Ja, das stimmt. Das kann ich bestätigen. Das kann ich wirklich bestätigen. Selbst rückwärts einparken und sowas, alles läuft wie Sau. Also. Nur ein LS und American Truck nicht. Wir wollen ja ehrlich bleiben, ne? So, jetzt haben wir hier mal wieder eine wunderschöne Brücke vor uns. Oh nein, ich hasse sie. Hey? Ja.
kameratechnisch. Ach so. Wenn ich jetzt ein bisschen komisch fahre, dann wundert ich auch. Oh, automatisch in Innenansicht gegangen. Bei mir. Ja? Ja. Hat gesagt, hier gibt es keine Außenkamera. Oh, mein Warnblinker. Ja, das ist nicht schlimm. Da waren es ja andere vor dir. Ja. Vor dich? Vor dir? Ich weiß es gar nicht. So, jetzt nochmal auf das Thema hier, was ich vorhin so ein bisschen runtergeredet habe. Das mit diesen Reifen. Personalisierung nennt man das, ja? Da kann man sich quasi selbst aussuchen, welche Reifen man gerne fahren möchte und ob es nur mit Profile und Co. ist, das weiß ich nicht. Aber das werden wir dann, wenn der Patch kommt, natürlich gleich euch zeigen. Du kriegst einen leichten Rechtsdrang. Ja, das macht nichts. Ich muss dir nur sagen, ich wusste deine Kamera an sich nicht. Ich versuch's ja zu vermeiden, bei dir zu gucken. Ich hatte Außenansicht. Wir wollen noch ein bisschen über Chillen gucken, ne? Ja, alles gut. Ja, hier kommt man durch, ohne zu heilen. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das finde ich nett von dir. Ja, ne? Mhm. Ach, Frau kann so toll sein. Frau Kante kann so toll sein. Frau kann wirklich toll sein. Ja, wir sind jetzt, also ich bin jetzt. Ich soll hier hoch. Echt? Ja, nein, wo sollst du nicht? Nein, nein. Wir fahren jetzt erstmal nach Huron. In Huron werde ich meinen Auflieger wechseln und dann fahren wir weiter nach Bakersfield. Ich fahre nach Barstow. Barstow. Eigentlich sollte ich in Huron einen Auftrag für Barstow sollte auf mich warten. Leider kann man Folgeaufträge nicht reservieren. Deswegen hoffen wir jetzt mal, dass er noch da ist gleich. Und keiner von den 700 Online-Spielern mir den wegfährt. Gehe ich jetzt mal nicht von aus. Also im Moment sind es nur noch 700. Ich gehe davon aus, dass wenn Arizona kommt, was sie jetzt ja schon angekündigt haben, nicht genau, aber sie haben es auf jeden Fall angekündigt, dass sie da am Arbeiten dran sind. Der W900 kam ja auch recht fix. Ich gehe davon aus, dass das auch bald kommen wird. Aber wann? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Ist leider so. Ja, Konvoi werde ich kurzfristig bekannt geben. Ich weiß noch nicht, wie das aussieht jetzt. Freitag, also heute Abend. Oder morgen Abend, also Samstagabend. Da muss ich noch mich mit dem Amix kurz schließen. Auf deiner Spur, du Reisnudel, ey. Nicht mal Reis schreiben kann. Leisnudel. Leis? Ja, Leisnudel. Ja. Leisnudeltransport. Der hat mich voll ausgebremst. Ach Quatsch. Ja. Hat dich ausgebremst? Alles gut. Ja, und dann bremst er immer weiter. Und dann habe ich am Ende gedacht, weißt du was, jetzt überhole ich und dann lauf mal die Spur. So ein Schüft. Aber nächste Abfahrt Nein. runter. So eine Leisnudel. Leifnudel? Wir wollen hier runter? Ja, ja. Ja, ja, fahr du mal, ich fahr weiter. Alles klar, danke, Schatz. War total nett, sich mit dir zu unterhalten. Ja, ich seh dich ja. Ja, jetzt diese Woche, ich habe ja Spätschicht. Und diese Woche hat sogar mein Bus sich angefangen, mit mir zu unterhalten. Was? Ja. Wir haben ja bei uns den Innenstadtbereich, da fahren wir mit 5 Linien durch. Also alle halbe Stunde fahren da 5 bis 10, also 5 Busse raus und 5 Busse rein. Das heißt so, 10 Busse, habe ich mir gedacht, deswegen habe ich die genommen. Also fahren so 10 Busse durch, ne? Und mein Bus hat sich überlegt, ich bin müde, ich brauche jetzt eine Pause. Ja, mitten im Innenstadtbereich auf einmal. Ich ganz normal meine 20 gefahren, die man da fahren darf. Und auf einmal, was ist denn jetzt los, ne? Haben die ja manchmal die Erdgasbusse? Läuft bei dir? Ich bin extra ein bisschen nach rechts gefahren. Alles gut. Haben die Erdgasbusse manchmal und dann machst du ihn aus, machst du ihn wieder an. Ja, und ich stand jetzt mitten im Innenstadtbereich und der Bus springt natürlich nicht mehr. Ich gefunkt mit der Zentrale hier und da und ja, mach mal nochmal aus, probieren wir nochmal hier und da und so, ja, gut, machen wir nochmal.
ich schon, die Fahrgäste haben wir dann übergeben. Und kurz bevor dann unser Werkstattmeister da war, ich hatte den so lange ausgelassen und dann sprang er doch wieder an, dass ich auf jeden Fall wegkam. Naja, keine Ahnung, was es war, aber die Busse haben Eigenleben. Sind halt MAN-Erdgasbusse. Das ist schon eine ganz tolle Geschichte. Wenn sie funktionieren. Wenn das Wörtchen, wenn nicht wäre. Ja, wenn. Wenn und hätte und aber und so. Jetzt habe ich 0,1% Strecke weiterhin aufgedeckt. Ja, sauber. Läuft also bei dir. Durch das kleine Stück eben, weil die hier kenne ich schon. Echt? Naja, wenigstens haben wir die eine kleine Strecke geschafft. Mhm. Warst du schon auf dem Grundstück vorne rechts? Mhm, ja, warst schon. Du auch schon. Ja. Naja, da muss ich jetzt abliefern. Okay. Ist so. Ja, mach doch. Glaubst du mir nicht? Alter, mach doch, was du willst. Mach ich auch. Boah, fahr rauf. Fahr rauf. Ich fahr da nicht rauf, ne? Da steht er hier mitten in der Einfahrt. Weg ist er. Achso, da hat die automatisch parken genommen. Ja, wenn ich parken kann, lässt parken, ne? So, ich stehe da mal hier an der Seite. Ja, das machen wir. Und warte. Ich sehe mal zu, dass ich hier das Ding irgendwie geparkt kriege. Ich kriege den ganzen Tag nichts zu trinken und nur abends kriege ich Durst wie den Schwamm. Ja, das ist doch gut. Besser als gar kein Durst. Mehr oder weniger. Ich bin eine Frau. Ich habe keine Elefantenblase. Ja gut, das möchte ich jetzt nicht ausweiten mit den Elefanten. So Leute, guckt euch das an. So macht man das. Ja. Und der andere ist immer noch dabei. Der andere hat jetzt erstmal zugeguckt, wie man es macht. Genau. Damit er jetzt gucken kann, dass er es genauso hinkriegt. Und übt das Ganze nochmal. So. Hier nochmal. Alter, echt? Hupst mich an, obwohl du auf meiner... Barstow-Hose, ne? Ja. Sauer. Genau von hier aus habe ich einen Auftrag nach Barstow. Also wenn Kante das mal nicht gut geplant hat, ne? Ungeschnitten, ungeschönt, also... Leute, das ist geil. Wenn der sich geil. Und seine Ladung mal nicht gerade richtig böse Auer gemacht hat. Wer kann, der kann. Also. Wer kann, ja. Das Problem ist nur, die meisten können nicht und denken, sie können. So. Uffala. Ist doch. Habe ich angeklemmt? Ja. Lichter leuchten, Lampen an, glühen wie Sau. Meinetwegen können wir los, Schatz. Hm. Soll jetzt vorfahren? Wenn du möchtest, kannst du jetzt vorfahren. Wie kann man sich so bescheuert hinstellen? Ach, du. Das ist schon okay. Fahr! Also es gibt Leute, die können und es gibt Leute, die können nicht. Aber die Leute, die nicht können, denken, dass sie trotzdem können. Wie sie alle automatisch parken machen. So, da steht mein Schatz. Möchtest du vorfahren oder nicht? Ja, mach mal. Mach mal. Alles klar. Idiot, was parkst du hier? Ach, das bist du, ne? Über das Idiot reden wir noch. Gleich, wenn die Kamera aus ist, wieder alles vorbei. Ja. Und deine Ladung gleich im Eimer ist, weißt du warum? Hoffentlich muss ich mal gucken, wie weit mein Tank noch reicht. 370 Meilen, 190 brauche ich. Ja, das ist gut. Dann passt das ja noch. Muss ich nur in der nächsten Folge dran denken. Oh, wir machen schon wieder eine Überlänge, du. Ding, ding. Wetten, das ist Amy? Weiß ich nicht. Oh, hier geht's rum um die Kurve. Oh, hier geht's rum um die Kurve. Oh, geht's hier rum um die Kurve. Wieso ist denn ein Turnwechsel? Weil es darum geht, um die Kurve. Ja, aber warum? Weil es rum geht, um die Kurve. Ja, warum geht's darum rum? Weil irgendeiner da eine Kurve gemalt hat. Manu! Und das Tor davor gegrafikt hat hier, warte mal, gedesignt hat.
G-designed, ja, das ist klar. G-designed. Mann, da was ist mein Rechner im Moment am Keuchen? Ich hoffe, das stört euch nicht, dass der Lüfter hier so bläst wie Sau. Ja. Da heult ihr, ist mir warm. Oh, meine Frau ist direkt schnüffeln am Auspuff. Jetzt muss ich aber Gas geben hier. Weg! Schub! Ich hab gedacht, ich warte ein bisschen, dass du da um die Kurve rumkommst, aber du hast ja gleich Schub gemacht. Ich bin ganz entspannt um die Kurve gefahren. Hier rechts haben wir eben schön die Orangenbäume gesehen. Sehr interessante. Apropos Orangenbäume. Na? Meine Pfirsich- und meine Aprikosenbäume sind gewachsen. In? Minecraft. Minecraft. Meine Frau kann Pfirsich- und Orangenbäume machen. An den Mango, ne? Und Birnenbäume. Was meine Frau alles kann, ne? Nussbäume. Ja, das ist live in the woods. Sehr geil. Hab ich übrigens deiner Arbeitskollegin von erzählt? Ui. Die hat groß Augen gemacht. Sie meinte, sie hat momentan so gar... Entschuldigung. Sie meinte, sie hat momentan so gar keine Zeit. Sie schafft es nicht mal am Rechner. Ja. Aber sie hat jetzt Dienstag frei und ich meinte, wenn sie will, kann sie gerne vorbeikommen und mal reingucken. Mal reinschnuppern. Ja. Weil ich guckte sie an, ich meinte so, also das wäre ein Modpack, wofür ich einen Server holen würde. Da guckte sie ganz schön blöd. Ja, Life in the Woods hat 45 Mods. Beinhaltet 45 Mods plus Shader. Einer von den Mods hat über 600 Rezepte, die du craften kannst. Essensrezepte, Sachen zum Basteln und all so eine Chosen. Es wird noch ein bisschen. Chosen. Chosen. Alter, wo willst du eigentlich hin, sag mal? Ich hab gedacht, du kommst hinterher. Ja. Musst du auch runter, ja. Frau muss auch runter. Also nehmen wir natürlich die Abfahrt hier. Ratzfatz hier. Ich fahre auch langsam um die Kurve hier. Nicht mehr, wenn ich dir einen Aufpuff hänge. Ja, das stimmt. Oh, das war eine schöne Aufnahme. Mhm. Die war eben schön, die Aufnahme. Ja? Mhm. Was hast du denn aufgenommen? Kannst du dir angucken. Auf YouTube. das wäre ja ein gefakter Aufruf. Nee, das ist kein gefakter Aufruf. Wenn du dir das anguckst, ist es völlig in Ordnung. Ich darf mir das noch nicht angucken. Zumindest versuche ich das so wenig wie möglich zu machen. Jedes Mal, wenn ich das Video überarbeite, kriege ich einen Aufruf. Finde ich voll bescheuert. Also jedes Mal, wenn ich das auf YouTube bearbeite, wird ein Aufruf generiert. Und jedes Mal ärgere ich mich darüber. Weil ich will natürlich keine geschönten Zahlen, sondern ich will wissen, was Fakt ist. Bringt mir ja nichts, wenn ich das Video gucke und alle anderen nicht. Dann brauche ich mir die Ackerei hier nicht machen. Na Schatz, Ampelrennen, oder? Immer noch ziemlich männlich aus. Oh, Alter, nur weil ich bei dir ein Kerl bin. Also bei mir bin ich weiblich und hab Hupen. Geil. So! Genau, das war das Wort. Hupen! Hupen, Leute! Alle Hupen! Los geht's, los geht's! Oh. Du ziehst mich eh ab. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Doch, bestimmt. Also bis jetzt fährst du vor mir. Ja. Früher losgefahren bin. Das kann gut sein. Meine Frau zieht mich ab, doch. Alter, jetzt mal ganz ehrlich, was hast du bitte für eine Maschine? Wie lächerlich ist das denn? Kauf dir mal wieder eine kleine, ey. Guck es mal an. Ich mit meiner kleinen süßen Muckelmaschine und du kommst nicht hinterher, oder was? Du hast ja auch nur Leichtbauautos da drauf. Ja, jetzt schieb's auf meine Fracht. Genau. Ich hab Tiefkühlmelonen. Nein, da stand Tiefkühlobst. Oh, was war das denn? Da hat mich angeditscht, die Sau. Wer? Der da eben rauskam. Echt?
Ich habe da gar keinen rauskommen sehen. Ich auch nicht. Aber im Spiegel habe ich den gesehen und mein Auto hat auch geschunkelt. Ich denke, wieso schunkelt denn mein Auto hier? Was ist los? Huh? Falsche Fahrbahn, Achtung. LKW von vorne. Noch einer. Team Rainbow! Und noch einer. Alter, so als wenn wir hier online spielen. Genau, so offline. Warum haben wir jetzt eigentlich Positionen getauscht? Du hast gewonnen. Ganz easy oder entspannt. So, warte mal. Nee, so will ich das nicht haben. So will ich das haben. Tiefkühlgemüse. Zieh deine Räder von meiner Fahrbahn. Ja, ist ein Busfahrer, muss er ausholen. Ein Panzerfahrer wohl eher, ey. Ja, den Kanten von seinem Container da hinten drauf. Kanten. Ja, Kanten. Containerkanten. Kommt was Zappelndes von vorne. Was Zockendes. Ja. Oh, was macht der denn? Oh! Hab ich Schwein gehabt, Mann. Ich hab ja gesagt, da kommt was Zuckendes von vorne. Ja, könnte man auch falsch verstehen. Alles gut, alles gut. Alter. Leg doch mal deine komischen Denkweisen ab. Warum denn? Das ist schlimm. Dafür bin ich volljährig, ich darf das denken. So. Mann, hier ist ja wieder was los. Naja, okay, 22 Uhr haben wir. Tschüss, Schatz. Ah, gib Gas. Geh nicht vom Gas. Ich hol dich ein. Sicher? Zumindest habe ich es mir vorgenommen. Ja, ich nehme den Begrenzer raus und fahre gleich mit 103 hinter dir hinterher. Ja, richtig. Oh, die Wollmäuse, die halten mich hier auf, ey. Grasketze. Wüstenbüsche. Fallbälle. Fallballers. Auch links rum? Nein, ich fahre jetzt geradeaus über den Berg. Das war so eine einfache Frage, Schatz. Das war so eine einfache Frage. Jetzt warte ich erstmal auf dich. Welcher Berg? Berge. Oh, der einen großen Anhänger, ja, wa? Alter. Wäre ein Stück weiter vorgefahren, wäre das viel schneller gegangen. Ja. Wie gesagt, nee. Die Fahrerskills von manchen Simulatoren-Spielern und auch Simulatoren-YouTubern lassen halt zu wünschen übrig, ne? Sind unter aller... Nein, unter aller sind sie nicht. Unter einigen. Soll ich sagen? Ja, ich hätte tanken können. Jetzt habe ich schon wieder eine Nachricht. Keine Ahnung. Mann, was bin ich wichtig heute? Das spammt dich. Der Amix bereut es bestimmt. Den habe ich nämlich gefragt, ob er heute Abend dabei ist. YouTube? Er hat was geschrieben. Ach, Elias, das ist auch schön. Ja, auch lange nicht mehr gehört. Guck mal, ich muss hier hoch. Ich auch. Musst du auch zu Rail Express? Keine Ahnung. Ja, nee, alles gut. Ich glaube schon. Links rum? Ja. Aha, ich auch. Oh, ich muss gleich gucken, da kommt ein Auto von rechts. Ah, ich warte besser. Jumanji. Jumanji? Der hat das M vergessen. Das war langweilig. Jumanji ist ein geiler Film. Das stimmt. Dude. Hey Dude, learn how to park. Hat einer gerade geschrieben im Chat. So, zack, zack. Umgeh, Dude. Umgeh, it's red. Es gibt immer noch keine Ahnung. Nein, hupst du mich jetzt an, weil ich nicht schnell genug um die Kurve komme oder was? Ja, du hast mich voll ausgebremst. Ja. Wegen dir schaffe ich jetzt meine Aufnahme nicht. Du bist nicht meine Schuld, dass du dein Rennen verloren hast. Oh, wir sind bei 30 Minuten. Es dauert wieder anderthalb Stunden, das Hochladen. Aber es macht nichts. Für euch machen wir das natürlich gerne. Mit Spaß an der Freude. Ja. Ey, guck mal, da habe ich was noch nicht aufgedeckt. Da muss ich vielleicht mal hin. Rot! Ach, meine 700! Ich fahr mal vorbei, ne?
Nein? Warum nein? Fiese. Ja, weiß ich. Aber meinetwegen kannst du auch die Abmoderation machen. Nee. Siehst du? Deswegen fahre ich vor. Dann kann ich nämlich, während du parkst, gleich die Abmoderation machen. Och, ich muss wieder, das ist ja easy. Easy peasy. So. Man hatte ja schon seine Skills, ne? Hoppa. 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 Aber. Oh. Ich verstehe das gar nicht. Habe ich das Lenkrad ein bisschen verrissen? Ich verstehe das echt nicht. Jetzt bleibe ich vor Schreck schon mitten auf der Straße stehen. Ich habe Bastel doch schon zu 100% erkundet gehabt. Warum habe ich denn jetzt hier schon wieder Flächen nicht erkundet? Das ist ein Mysterium, das werden wir nie aufklären. So, meine lieben Zockerfreunde. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. In der nächsten Folge ist, denke ich mal, Amix auch wieder mit dabei. Vielleicht noch ein paar mehr Leute. Vielleicht machen wir auch einen Konvoi und machen daraus die nächste Folge. Mal gucken. Wir chinchen jetzt mal ein bisschen. Das hätte ruhig mal klappen können, oder? Das steht so gut, ey. Ja, echt? So. So lassen wir den Trailer jetzt einfach mal stehen. Ist ja ausgezeichnet, ohne Probleme, ohne alles, ohne hier EP und läuft. Jetzt brauchen wir in der nächsten Runde nur noch 400 EP. Die machen wir in einem Rutsch, gehe ich mal von aus. Ja, ja denn, ne? Liebe Zuschauer, wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da. Wenn ihr noch kein Abo habt, nehmt es mit und schaltet natürlich zur nächsten Folge wieder ein, wenn es heißt ATS im Multiplayer Online. Bis dann. Tschüss. Tschüss.